zusammen, heute möchte ich euch mal wieder einen Einkauf von Doreenbeats.com zeigen. Viel Spaß dabei! Meine Bestellung ist dieses Mal nicht ganz so groß. Ich habe nur so einen kleinen Beutel voll bestellt, aber es sind wirklich schöne Sachen dabei. Zum einen diese Handybänder. Dort sind 25 Stück in diesem Tütchen enthalten und die glänzen so schön silbern. Die sind jetzt ohne so einen Biegering unten dran, aber davon habe ich ja so genug und kann dann da einen Biegering meiner Wahl hinzufügen. Dann habe ich so einen Nylon elastischen Faden, also auf denen sich Perlen auffädeln lassen. Dort kann man Armbänder, Ketten oder was auch immer draus formen und der ist 0,3 Zentimeter dick. Ich hatte vor einiger Zeit schon einmal so einen Faden bestellt, der hatte jedoch eine andere Dicke und somit habe ich mich noch einmal für diese hier entschieden. Und dann habe ich mir noch einige Perlen gekauft. Zum einen solche, auf denen ein Buchstabe aufgedruckt ist. Das ist so ein Beutel, dort sind 55 Stück enthalten. Eigentlich hatte ich damit ein bestimmtes Projekt geplant, aber das, was ich daraus machen wollte, funktioniert leider nicht, weil nicht jeder Buchstabe einmal enthalten ist in diesem Paket. Also wenn ihr wirklich jeden Buchstaben haben wollt, müsstet ihr euch wahrscheinlich mehrere Tütchen bestellen oder ich hatte einfach ein bisschen Pech oder einfach ein größeres Tütchen nehmen. Ja, dann habe ich das nächste Produkt hier. Das sind solche kleinen Glasfläschchen, die hatte ich auch schon einmal bestellt. Die sind leider auch ein bisschen kleiner, als ich mir das vorgestellt hatte. Ich kann das irgendwie bei diesen Glasfläschchen immer so schlecht einschätzen. Die weichen immer nur um einige Millimeter ab voneinander und so habe ich mich jetzt für die kleineren entschieden. Aber für das Projekt, was ich damit vorhabe, sind sie auch sehr gut geeignet. Dann habe ich mich noch für so eine ganz große Tüte mit Perlen entschieden. Das sind Acrylperlen in Rondellform. Und das ist eine Tüte, in der 1000 Stück enthalten sind. Und da sind wirklich ganz viele verschiedene Farben dabei. Und ich habe damit auch ein bestimmtes Projekt vor und werde mal schauen, ob sich das so umsetzen lässt, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ich denke mal, dass das was werden wird. Zusätzlich zu den vorher gezeigten Buchstaben habe ich mir auch noch diese Tüte bestellt, in der 500 Stück enthalten sind. Und dort ist die Auswahl an Buchstaben wirklich viel, viel größer. Und ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich sie mir auch noch mitbestellt habe, so dass sich mein Projekt dann noch umsetzen lässt. Dann habe ich mich hier einmal für so ganz kleine Perlen entschieden. Also das sind so ganz, ganz klein. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißen. Ich glaube, so Seeds nennt man die. Auf jeden Fall sind die so ganz winzig und ja, daraus kann man dann auch Ketten formen. Also da kann man so Blüten rausbiegen oder irgendwas anderes. Da sind 5 Gramm in diesem Tütchen enthalten. Dann habe ich mich noch einmal für Charms entschieden. Das sind solche Herzchen. Dort ist eine Anzahl von 4 enthalten und die gefielen mir auch sehr, sehr gut. Dann habe ich mich noch für Draht entschieden. Ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau, ehrlich gesagt, was ich damit vorhatte. Irgendwie ist mir das wieder entfallen, aber ich werde mir sicher ein schönes Projekt damit einfallen lassen. Manchmal ist das ja so, wenn man etwas bestellt, dann hat man eine total gute Idee und irgendwie vergisst man sie dann wieder. Naja, aber mir wird es sicher noch wieder einfallen, was ich damit machen wollte. Dann habe ich noch einmal solche ganz kleinen Perlen gekauft, wie die, die ich auch schon gezeigt habe. Die Größe ist jedoch etwas anders und das ist auch ein viel, viel größerer Beutel. Und zwar ist der dann auch noch einmal in einem separaten Beutel eingepackt, damit da wahrscheinlich nichts auskippt. Das sind 100 Gramm und da sind wirklich ganz, ganz viele enthalten. Also das ist schon sehr verständlich, dass das keiner nachzählt. Ja.
Mit den und den anderen Seeds und diesen Rondellen habe ich ein bestimmtes Projekt geplant. Und dann habe ich noch Perlen in so einem Türkis- und Weißton. Die sind ganz klein und da ist ein Strang in dieser Tüte enthalten. Die Artikelnummern findet ihr auch noch in der Infobox übrigens. Wenn ihr das ein oder andere Teil nachbestellen wollt, könnt ihr einfach diese Artikelnummer bei Doreen Beats eingeben. Damit sich diese ganz kleinen Perlen besser auffädeln lassen, habe ich mir noch solche Nadeln bestellt. Dort kann man dann einen Faden durchziehen, wie man das bei jeder normalen Nadel auch machen kann. Und dort kann man dann ganz viele Perlen auffädeln, da diese Nadeln ganz lang sind. Und dann kann man daraus schöne Ketten oder Armbänder oder was auch immer formen. Dann habe ich mir noch Metallelemente gekauft. Und zwar sind das solche größeren. Die sind rund und haben dann so ein bestimmtes Muster drauf. Da sind 30 Stück in dieser Tüte enthalten. Und damit habe ich auch ein richtig schönes Scrapbooking-Projekt vor. Und dazu werde ich auch demnächst dann ein Video online stellen. Mit diesem Produkt bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Das entspricht wirklich meiner Vorstellung, beziehungsweise sieht noch viel, viel schöner aus, als ich es mir vorgestellt hatte. Dann habe ich mir noch Charms in Sternform bestellt, in Silber, aber die gefallen mir eigentlich nicht so gut. Das Material ist sehr, sehr dünn und zum Glück sind nur zwei in dieser Tüte enthalten, also es ist nicht ganz so dramatisch, dass sie mir nicht gefallen. Und vielleicht wird sich das ein oder andere Projekt auch damit umsetzen lassen. Dann habe ich mir noch mehr Charms bestellt, auch wieder in Silber. Und dort ist ein Spruch drauf gedruckt. It is what it is. Also es ist, wie es ist. Und das ist dann so ein Kreis. Und daraus möchte ich dann so einen kleinen Schlüsselanhänger beziehungsweise einfach einen Anhänger machen, den man sich irgendwo dranhängen kann. Diese Charms wiederum gefallen mir sehr, sehr gut. Das Material ist auch sehr schön und die sind ziemlich dick. Also da lässt sich sicher was Schönes draus machen. Dann habe ich mir noch Verschlüsse bestellt. Und zwar auch wieder für Armbänder oder Ketten. Und zwar in Blütenform. Das sind solche. Ich glaube, die nennen sich Knebelverschlüsse. Ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sind das solche, wo so ein Stift dabei ist und dann so ein Loch, wo man den dann durchsteckt. Und dieses Loch ist dann halt in Blütenform. Hier sind auch noch einige Biegeringe dabei, so dass man das dann gleich an einer Kette befestigen kann. Dann habe ich mir noch so ein Beutelchen Perlen mitgenommen. Ich glaube, die waren irgendwie reduziert und deswegen hatte ich sie mir mitgenommen. Und die Farben gefielen mir sehr gut, deswegen durften die dabei sein. Und zwar sind das hier 25 Stück und die sind so gestreift und in allen möglichen Farben. Dann habe ich mir noch so ganz einfache Schlüsselringe bestellt, einfach so ein Basic nochmal. Und dort mache ich dann einfach Schlüsselanhänger daraus oder auch vielleicht auch was anderes. Mal schauen. Hier hat gerade mein Sohn seine Trinkflasche ins Bild gehauen. Die gehört natürlich nicht dazu. Auf jeden Fall mache ich hieraus dann wieder Schlüsselanhänger. Und das war's dann auch schon mit der Bestellung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!